Einen schönen guten Tag, liebe Imperiumsmitglieder. Es wird an der Zeit, dass wir uns hierhin zurückbegeben, denn es sollte einen speziellen Trainer geben, der was ziemlich Cooles gibt. Also einfach eine Art so Mini-Trainer, gegen den wir bisher gekämpft haben. Ich habe noch nicht wirklich viel Glück gehabt, dass die Beere angeht, was unglaublich nervig ist, weil ich nun aber eben ewig herumsuche, ohne tatsächlich etwas gefunden zu haben. Echt nervig. Herzlichen Glückwunsch, Champ. Welche der 8 Prüfungen war wohl deine Lieblingsprüfung? Ich würde sagen Matsurika tatsächlich, aber weiß ich nicht. Ich muss mit dem Trainer da ganz links, glaube ich, reden. Ich schaue nur nochmal, ob hier noch irgendwas anderes Interessantes ist, aber nee, wir haben, glaube ich, soweit die exakt gleichen Dialoge. Yo. Und du? Oh wei, oh wei, oh wei. Eieiei, naja, wo du schon mal hier bist, muss ich dir was ganz, ganz anderes zeigen, okay? Los! Okay. Genau. Und gegen diesen Urlauber Pepe müssen wir uns nun. Oder müssen wir uns nun auseinandersetzen. Soweit ich verstanden habe. Oh mein Gott, ein Shiny! Wow! So wie ich verstanden habe, ist er sozusagen erst am Anfang da. Oder Quatsch, ey. Nicht direkt von Anfang da, sondern erst, wenn man den Champion besiegt hat. Ich denke mal, ein Steinhagel müsste hier absolut genügen, hoffe ich mal. Wobei. Na gut, ich meine, es bleibt doch Steinhagel. Weil ich dachte, gut, es ist ein Owei, aber ja. Da sieht man dann auch die Limitierung, die ich hier natürlich habe. Ich glaube sogar, im Nahkampf wird vielleicht sogar tatsächlich stärker. Na gut, wobei. Es ist Psycho und Käfer. Nee, wäre es nicht, aber trotzdem. Du hast eine Goldader getroffen. Nun, so sieht's aus, würde ich sagen. Läuft alles? Ein schillerndes Owei. Sieh nur, wie hübsch goldenes Glätz. Alle 6 Eier strahlen förmig um die Wette. Würde dir ein Ei abdrehen, aber das ist ein Owei. Auch wenn es aus 6 Eiern besteht. Mein liebes schillerndes Owei kann ich dir auch nicht überlassen, aber das hier tut's doch auch. Ja, danke für das Nugget, ne? Danke für ein weiteres Nugget, ne? Danke für ein drittes Nugget. Danke für ein viertes Nugget. Da gibt mir jetzt 6 Stück oder 1 für jedes Ei. Dann hätte ich mir einfach mal 6 geben können. So wie bei der RR-Episode. Just saying. Ich habe übrigens gehört, dass Owei sich in Aluna durch irgendeinen Stein entwickeln soll. Leider werden aus Nuggets nach demselben Prinzip nicht mal eben Riesen-Nuggets. Gut, das war zugegebenermaßen ziemlich cool. Wenn ich hier bin, die habe ich alle gekauft, ja. Natürlich habe ich sie alle gekauft. Silly me. Moment. Genau, ich suche dann gerade mal nach... Ich habe keine Ahnung. Diese Taschenanordnung ist für mich immer noch merkwürdig. Damit wir doch einfach nur meine normale Tasche ganz rechts haben, das ist, glaube ich, nicht so schwer zu verstehen. Da werde ich immer ein Fan von Generation 4 bleiben. Ich weiß, sie werden es nie zurückholen, aber diese schön fein säuberliche Trennung von absolut allem, das hat mir zugesagt. So, wo zum Teufel habe ich hier ein Nugget? Hier sind die Macht-Items, hier haben wir Brocken. Ja, das ganze Zeug. Ach komm schon, wo zum Teufel? Hier haben wir Tafeln, da oben Juwelen, da Discs. Hier, okay, gut. Dann verkaufen wir mal alle 12, weil ich benötige jetzt tatsächlich diese Sachen nicht mehr. Und das Geld wird auf lange Sicht, glaube ich, eher nützlicher für mich werden. Die Pilze könnte ich eigentlich auch verkaufen, denn leider gibt es hier keinen Pilzmaniak, der mir das irgendwie... damit das irgendwie abkaufen könnte. Triebperlen können weg. Triebperlen sind übrigens am meisten wert, so wie ich gesehen habe. Ja komm, verkauf mal die Mini-Pilze. Die sind einfach nur... Ich weiß nicht, warum diese Items noch existieren. Bis darauf, dass sie Geld bringen, geben sie nicht viel. Wobei immerhin die Riesenpilze nun schon einen schönen Batzen Geld geben. Aber von daher lohnt sich das aus dem Gesichtspunkt. Vielleicht schon so viel Geld habe ich denn jetzt. Okay, gut. Über 1 Million... Das passt, weil gerade wenn ich dann in Richtung alle Kleider einkaufen einbiege, wird mich das doch ziemlich viel Zeit kosten, da bin ich sicher. So, ich bin ja gerade mehr oder weniger dabei, so die einzelnen Checklisten, die ich habe, abzuarbeiten. Und da schaue ich immer, was sich denn lohnt, bevor ich den Part mache, zu verbinden. Eine Sache, die ich hier und
Nein. Eine Sache, die ich hier und heute machen kann, ist, dass ich mich nun in Richtung der Kanto-Arena begebe. Denn in der Kanto-Arena, so scheint es, gibt es nun tatsächlich stärkere Trainer, beziehungsweise gut, da ist ein Kleidergeschäft. Wisst ihr was? Wenn wir mal hier sind, wenn wir schon mal hier sind und ich dieses Kleidergeschäft sehe, dann machen wir doch einen ganz kurzen Abstecher und kaufen einfach jedes verdammte Kleid, was wir hier sehen. Richtig. So sieht's aus. Das wird dann auf lange Sicht sozusagen mein Ziel werden, alle Kleidersorten zu kaufen, was nicht einfach wird. Aber dafür sammle ich ja jetzt tatsächlich Geld. Wobei ich ein bisschen nachlässig bin, was die was die Gufa angeht. Da könnte ich dann natürlich noch viel, viel mehr haben, aber es ist immerhin Start, würde ich sagen. Und damit wir dann vielleicht nicht alles auf einmal haben, kann ich die ja sozusagen im ja, in kleineren Mengen kaufen. So. Vielen Dank. Was, vielleicht ziehe ich das eine oder andere noch an. Muss ich mir mal überlegen. Vielleicht habe ich ja schon ein bisschen länger in dem gleichen rum. Das zum Beispiel sieht eigentlich ganz interessant aus. Aber gut, sowas könnte ich eigentlich auch mal anziehen. Das habe ich jetzt bisher nicht gemacht, aber es würde sich vielleicht doch lohnen, wenn wir da mal ein bisschen was haben. Das ziehe ich. Wobei, das sieht eigentlich ganz gut aus zusammen. Aber ich würde sagen, bei den Temperaturen leide ich ja schon fast, wenn ich das sehe. Von daher vielleicht lieber nicht. Weiß nicht. So. Mini-Rock mit Tartar-Muster. Aber ja, in der Kanto-Arena soll es auf jeden Fall nicht nur nun Trainer mit stärkeren Leveln geben, sondern es soll auch einen, oder soll auch sozusagen einen kleinen Endboss-Kampf da geben. Beziehungsweise wir haben einige starke Trainer, die wir im Postgame herausfordern können, was so ein bisschen das war, was in Sonne und Mond gefehlt hatte. Und da befindet sich einer davon. Von daher schauen wir mal. Übrigens auch eine Sache, die in X und Y gefehlt hat. Ich weiß nicht, seit Schwarz 2 und Weiß 2 haben wir das wirklich selten, dass es starke Trainer im Postgame gibt, gegen die man einfach immer wieder und wieder und wieder kämpfen kann. So, den Hut, den wir nicht sehen, weil ich den Hut abgenommen habe. Ja. Ja, genau, ich habe mit meinem jetzigen Look nicht verwenden. Das ist mir bewusst, keine Sorge. Aber ich finde auch irgendwie die Kombination ohne Kappen, auch wenn wir es dann nicht sehen, finde ich, hat auch was. So. Sportkappe. Ihr seht, ich habe jetzt schon fast 400.000 verloren. Nur um die Sachen mir hier zu holen. Das ist schon. Ist schon ein Stück. So, aber den Laden haben wir leer gekauft. Immerhin. So, den neuen Erschaffungen gleich anprobieren. Welche jetzt? Ach so, die Sonnenbrille. Nein, 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 bloß nicht. Bloß nicht. Kleidung anprobieren. Wie gesagt, ich glaube, ich nehme tatsächlich jetzt mal ein bisschen andere Kombination, als ich davor hatte. Moment, was war denn das? Ist das jetzt ganz unten? Ah, genau. Das da wollte ich mal machen. Dann tatsächlich mal sowas. Ja, wobei, nee, das hatte ich schon. Das, genau. Sowas? Nee, das hatten wir auch schon. Okay, gut. Schaut gut aus. Ja gut, komm, dann laufen wir doch ein bisschen mit. Laufen wir doch ein bisschen mit Sonnenbrille rum. Ich werde jetzt nicht ewig weit so rumlaufen, aber so ein bisschen. Wobei, dann nehme ich wenigstens eine rote. So. Jetzt kann ich ja noch Sina machen. Willst du dich umziehen? Yo. Okay, kurze Abweichung erledigt. Aber zumindest ist es nicht so, dass hier irgendwie neue Kleidersorten reinkommen, je nachdem zu welcher Tages- oder Nachtzeit man herkommt. Bin ich schon mal dankbar. Das heißt, ich kann mal Lil City von der Liste streichen und muss noch überlegen, wie ich die anderen unterbringe. Vor allem das Einkaufszentrum wird eine extrem krasse Herausforderung. Also das Einkaufszentrum in Haoli City. Und dort habt ihr die Preise gesehen, die waren absolut jenseits von Gut und Böse. Aber okay, es geht los. Das hier ist auf jeden Fall die Kanto-Arena. Für 1000 darfst du eintreten. Los geht's. Und, genau, wir sehen ihn schon da vorne. Scheinbar ist er nicht immer hier. Aber wenn er hier ist, dann hat er wohl ein ziemlich starkes Team. Von daher bin ich definitiv gespannt drauf.
Warte, wir noch gleich mal nach raus. Hey, ich bin Ryuki. Ich bin nicht irgendein dahergelaufener Trainer, sondern ein Star. Und du bist auch ein Star. Du hast einen enthusiastischen Kampf mit jeder Menge Charakter austragen. Siehe doch. Genau. Gut, deine Vorstellung wird auch wohl nicht mehr. Bitte frei für Ryuki. Ich bin froh, dass ich das gleich bekommen habe. Wie gesagt, er findet sich wohl nicht jedes Mal hier. Und hätte ich die Arena dann öfters betreten und verlassen müssen, nur um diesen Kampf haben zu können, ist er doch an das ein Knackrack. Der beginnt einfach mit einem Knackrack. Yay! Und oh Mist, ich habe mich nicht geheilt. Mal wieder. What? Also du bist tot? Oh, das war keine gute Idee von mir, jetzt hierher zu kommen. Wieso habe ich nur so eine Pokémon-Seitner-Phobie? Das wäre doch problemlos möglich gewesen. Oh, shit. Okay, wie viel ziehst du ab? Ja, das scheint in Ordnung zu sein, wenn man denkt, dass es ein Knackrack ist. So, aber ich habe den Leben-Orb. Denk dran, das heißt, ich rechne hier mit nichts weniger als dem kompletten Tod, was genau auch so eingetreten ist. Sieht echt lustig aus, wenn man Knackrack so klein sieht. Der kommt in den Spielen einem viel größer vor, aber... So, Zenlong. Auch hier ist definitiv Starmie die Wahl, die ich nehmen möchte. In dem Fall wäre eine Gedankengut-Kombination auch nicht schlecht gewesen, aber ich habe mich dazu entschieden, die lieber mit für offensiven Attacken in deinem Leben nur aufzuspielen. Hat Vor- und Nachteile. Das Problem ist halt, wenn ich ihm mit Gedankengut spiele, dann wird er unweigerlich Schaden erleiden oder sie. Und dann habe ich ziemlich schnell das Problem. Ich hoffe, jetzt einfach, dass das Teil kein Turbo-Tempo kann. Bitte. Okay, gut. So hätte ich ein Problem. Aber ja, dann hätte ich das Problem, dass ich wieder heilen muss. Und ja, ihr seht, wo diese Kombination dann unweigerlich hinläuft. Aber cool, dass wir so eine Art Drachentrainer auch hier haben. Der war ja jetzt bisher in diesem Spiel eher zurückgezogen. Sorry, aber Drachentrainer ist etwas, was so in jede Generation gehört. Und von daher, toll, dass wir das auch hier haben. So. Dann erledigen wir dich mal, wie die anderen zuvor. Ach, es ist schön, mit einem Eis-Pokémon durchgehen zu können. Wäre natürlich einfach so Borg-Throne gewesen. Aber spätestens, als ich dann... Dings? Als ich Knackrack gesehen habe, war mir klar, ich nehme lieber die Vierfachschwäche an. Oh. Stimmt. Das ist ein bisschen anders. Ja gut, Tortonato ist natürlich ein schwieriger Fall. Ne, neutrale Psychokinese könnte aber trotzdem, denke ich, mit meinem Leben-Orb zusammen ausreichen. Schauen wir mal. Yo! Unterschätzt niemals den Leben-Orb, Leute. Das sind 30% Boost. Und die lohnen sich. Jetzt muss ich erstmal einen lauten Schrei ausstoßen, um meine Pokémon aufzuheitern. Okay. Okay, mein Team war in der Stimmung für den nächsten Geek, doch du hast erstmal eine Runde chillen lassen. Es war nur, dass er die erste richtige Arena hat, wenn ich doch das Arena-Leiter von Drachen Pokémon die Bühne rocken. Aber gerade wegen solchen Sachen wäre es echt spannend gewesen, so eine Alola in der Zukunft zu sehen. Also ich bin jetzt noch nicht schon wieder auf das Thema zurückkommen. Nachfolger wären besser gewesen. Aber gerade wegen solchen Sachen denke ich mir doch... Denke ich mir doch immer, es hätte wirklich viel Potenzial gegeben, so... zu zeigen, wie sie die Charaktere im Hinblick auf die Zukunft verändert haben. Und, das ist eben so ein Fall, ja, wenn man hier Ryuki hat, der dann ankündigt, was so toll ist in der Zukunft machen wird, und wir uns denken, hä, wir hätten die Möglichkeit gehabt, das vielleicht in der Zukunft zu sehen, aber die Spiele waren leider nicht so konzipiert. Achso, der Stammgast, der gut, dann, chill mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir schon gegen die gekämpft haben. Also, ich weiß, dass wir gegen Trainer gekämpft haben, ob es die gleichen sind und die einfach nur andere Pokémon haben. Oder ob sie insgesamt andere Dialoge haben. Was zum Teufel, ein Rosanna? Ihr gebt Citron auch keine Pause, oder? Nee. Ich meine, ich habe Steinhagel, ja, aber... Ich probiere es einfach mal. Wie gesagt, ich muss sie trainieren. Von meinem Team am ehesten. Denn es kommen noch ein Haufen schwieriger Kämpfe auf mich zu. Größtenteils ein Haufen Einzelkämpfe, wo ich dann sozusagen gegen die einzelnen Champs antreten muss. Oder, gut, was heißt einzelne Champs? Einzelne Trainer, die sozusagen Pokémon eben Champion-Level haben. Dann noch die Champ-Herausforderer. Aber da kommt schon etwas auf mich zu. Und wie ihr gesehen habt, die legendären Pokémon fange ich mal noch nicht in den Wurmlöchern. Genauso wie die Ultra-Bestien. Es gehört zwar zu dem...
großen Plan von mir dazu, meinen Pokédex auf lange Sicht zu füllen, nämlich den Alola-Dex. Aber jetzt für den Moment geht es erstmal so, oder es ist die Grundidee, erstmal, dass ich für all meine Pokémon ein anständig hohes Level erreiche, damit diese legendären Kämpfe für sie auch passabel zu bestreiten werden. Oder wären. Denkt dran, ich bekomme dann immer, wenn ich diese legendären Pokémon fange, auch tatsächlich EP-Punkte. Deswegen will man da natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht zu viel trainiert. Gleichzeitig ist es eben spannender, auch für mich zu kämpfen, wenn die Level nicht allzu hoch sind. Daher lohnt es sich, diese Kämpfe schon zu machen, nur gegen erstmal legendären Pokémon frustrierend zu, wenn man die ganze Zeit one-hitted wird. Und da lohnt sich wiederum die höheren Level. Die einzigen, die ich jetzt schon gemacht habe, sind die Carpus. Glaube ich aber auch mal aus gutem Grund. Habe ich auch schon in meinen Pokédex einsortiert, also das läuft. So, Bundlebee, das ist doch wunderschön. Steinhagel und das Ding ist... Was? Oh, crap. Lass dich zu, dass das passiert. Triff jetzt bitte mit Steinhagel, sonst haben wir beide ein riesiges Problem. Wenn du jetzt nicht triffst, haben wir ein riesiges Problem. Nur zur Info. Okay, gut. Alles klar. da hatte ich... Es hätte auch eng werden können. Aber gut, hat soweit alles geklappt. Und wir haben nun alle Trainer besiegt. Ich meine, wir waren hier schon mal. Das ist jetzt nichts wirklich Neues. Okay. Ja gut, das ist natürlich Major Bob. Das hatten wir, glaube ich, schon... Ach so, ups! Ich hatte die ganz vergessen. Sorry. Oh. Das, Tut mir leid. Bin mir übrigens nicht sicher, was passiert wäre, wenn ich diese Trainer, diese Arena davor nicht betreten hätte. Ob ich dann sozusagen nochmal den einfachen Modus hätte machen müssen und erst danach den schwierigen hätte machen können. Was passiert wäre, wenn ich nicht gegen Ryuki gekämpft hätte. Ob ich dann erstmal ihn in seinem einfachen Typ hätte besiegen müssen und dann sein schwieriges, das freigeschaltet worden wäre. Ich habe keine Ahnung, wie genau das aussieht. Von daher, dann wisst ihr was. Z-Angriff. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, da können wir alles mal in der Brillenpose sehen. Wenn er die Sonne und Mond gespielt hätte, ich hier sowieso die Brille sowas von schnell aufgesetzt. Weil ich diese Augen von dir komplett gruselig fand. Hier ist es immer noch saugruselig. In manchen Situationen. Aber man hat ein paar Situationen mehr, in welcher der Trainer einem nicht nur mit riesigen Kulleraugen anschaut. Ein paar. Von daher hat es sich schon gelohnt, dass ich die Brille hier abgesetzt habe, oder ich hier keine Brille aufgesetzt habe, damit man diese paar Momente wahrnehmen konnte, aber in diesem Fall... Na gut, also, Arenaleiter, hi. Hey, Rekruten, bevor das mich zum Kampf heraus, du weißt wohl nicht, wer ich bin. Mein Kanto-Pokémon ist unschlagbar. Seine Schlacht wird bis jetzt immer siegreich verlassen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber habe ich hier nicht schon mal gewonnen? Zweimal? Wie gesagt, korrigier mich, aber ich wage mich dann was. Und doch ein Machomel. Wie viele Machomels gibt es denn da, Alola? Ohne Witz, ich habe schon so viele Machomels in dieser Region gesehen. Das gibt's nicht. So, jetzt ist das vorbei, weil ihr seht, es läuft über den die Z-Attacke läuft über den gleichen Counter wie der normale Angriff. Aber schon mal, wenn ich mit Erdbeben komme, ist es nicht so, als hätte Machomai fulminante Verteidigungswerte. Mhm. Ja, das sieht nach einem Sieg für mich aus. Erdbeben. Ich habe das Gefühl, ich nutze, dass das etwas gewesen wäre, was ich vor der Episode hätte machen sollen. Aber dann wiederum finde ich, es lohnt sich mehr, die Story direkt im Anschluss zu machen und das ganze andere Zeug zu sagen. Danach, ich meine, ich hätte vielleicht ein paar Sachen, meine, könnte Pokémon waren, Luxus, dazwischen quetschen können. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt einigermaßen eine Liste, der ich ziemlich viel Vertrauen habe, dass das hier gut funktioniert. Und nein, du bist ja stark, Rekruten. Na gut, Trainer, da du schon ein Gewitterorden bei dir drehst, tausche ich ihn einfach gegen einen neuen aus. Geil. Den leuchtenden Gewitterorden bekommen nur Rekruten, die mich besiegt haben. Trage ihn also mit Stolz, auch wenn es nur ein bescheidenes Werbegeschenk ist. Würde mich freuen, wenn du eines Tages wieder zum Appell in unserer Kanto-Arena eintreten würdest, Rekruten. Das ist sehr freundlich von dir, würde ich sagen. Aber, okay. Ich werde dann jetzt erst einmal mich zum Pokémon Center natürlich zurückbegeben.
Und dann überlegen, was ich mache. Ich denke, ich habe noch ein bisschen Zeit in diesem Part, irgendwas anderes zu machen. Daher werden wir uns dann gleich wieder sehen, wenn ich abgecheckt habe, worum ich mich jetzt kümmern werde. Bis dahin, danke und bis gleich. So, wir können tatsächlich noch eine Sache machen. Und zwar müssen wir hierfür in Richtung Etherhaus fliegen. Und dort werden wir eine sehr interessante Entdeckung machen, was ein bestimmtes Pokémon... Nein! Wieso landet die Stimme nicht auf diesem Knopf? Ich will nicht auf diesem Knopf landen, ich will nicht in diesen ewig langen Ladescreen kommen. So, hier möchte ich hin, damit ich hier schnell vonstatten gehen kann. Es ist vor allem nicht so schwer. Ich meine, ich habe es ja im Laufe des Spiels geschafft, nicht die ganze Zeit nach links zu drücken. Und jetzt passiert es mir im Postgame, wo ich mich eigentlich längst hätte daran gewöhnen sollen. Was zum Teufel. Aber gut. So. Ah! Oh mein Gott! Irgendwas in meinem Umkreis hat einen lauten, schrillen Schrei von sich gelassen. Where's my wall? Ob alles in Ordnung ist? Keine Ahnung. Ist alles in Ordnung? Oh, was soll ich da tun? Der dritte wird bestimmt sauer. Was ist passiert? Ich bin gestorben, das ganze Zimmer voller Staub. Dabei hatte ich extra aufgeräumt. Aber direkt aus dem Namen unseres Kommandutan. Jetzt muss ich den Staub wegmachen, aber ich bin ganz alleine. Ich hasse laute, schrillende Geräusche. Du, ich helfe dir, weil ich habe bei einem Hausmeister voll die geile Tätige gelernt, mit der ich Müll sehe. Danke, wenn du Sternenstaub entdeckst, sag Bescheid. Sternenstaub? Was, dort auch? Weg mit dem Staub. Okay. Ich mach gleich weiter und putze alles blitzsauber. Yo. Also, das ist so ähnlich wie der Hausmeister-Quest. Extrem simpel. Noch viel, viel simpler, weil hier muss man nicht mehr die Sachen suchen, weil das Zimmer einfach so mega klein ist. Aber, ja. Machen wir trotzdem mal. Ja, ich hab's geschafft. Jawohl, jetzt ist es bis in den letzten Winkel alles blitzblank. Und der Direktor hat davon nichts mitgekriegt. Danke für deine Hilfe. Ich mag keine schrillen Stimmen. Sie stören mich in meiner Balance. Da kommt hier diese schrille, bösartige Stimme her. Sie nervt mich. Hier, nimm das und gehe. Hä? Das hat er sich der Direktor zurückgelegt. Du hast's gut. Aber warum hat er es dir gegeben? Ich mag dich nicht wegen deiner Stimme. Gehe fort und lass mich hier weiter in meiner Chi-Balance chillen. Okay, das wär's dann von Pokémon Ultrasonne, meine lieben Freunde. Jeff, mein Junior, gratuliert dir zu deinem Erfolg. You're a great woman. I love woman. Could I grab you by the... Aber mein Junior, nein. I wanted to ask if I can go into her hair, but okay. Da steht die Sache fest, wir werden auch auf Inselwanderschaft gehen. Naja, aber um Lolas Prüfen würde ich doch lieber den Bogen machen, wenn es geht. Na gut, dann danke für die Aufmerksamkeit, das war Pokémon Ultrasonne. Danke für den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert bitte, damit ihr nichts verpasst. Folgt mir meinen Social Media Kanälen. Das nächste Mal geht es hier weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.